Im Senatswahlkreis Ost trat auch Uli Meier für die Freiheitlichen an. Die langjährige Landtagsabgeordnete kam hinter Durnwalder und Heiß mit fast 9% auf Platz 3. Und sie ist zufrieden. Wir haben von Beginn an gesagt, unsere Kandidatur soll ja eine Alternative sein zur Südtiroler Volkspartei. Wir wollen die Demokratie stärken, eine Auswahl schaffen. Die Menschen haben ausgewählt und natürlich mit diesem Ergebnis haben wir auch Schwung und Motivation für die Landtagswahlen im nächsten Jahr.